Wollen wir noch eine Runde? Ich weiß nicht. Ist mir eigentlich relativ egal. Relativ? Relativ egal. Was sagt ihr denn? Schreibt's in die Kommentare. Schreibt's in die Kommentare. In einer Woche reagieren wir drauf. Oder so. Oder so. Ja. Müssen wir uns doch überlegen. Na gut, dann machen wir noch eine Runde. Ist auf jeden Fall deine Schuld, dass man es nicht mehr richtig hört. Du hast irgendwas gemacht. Ja, sorry. Immer nur im Rumfuschen, ey. Ich bin ja dein kleiner Fuscher. Ja. Boah, ich werd müde. Anstrengenden Tag gehabt. Nico müde. Ja, Nico müde. Nico freut sich, wenn er morgen in Ruhe Xbox spielen kann. Ach, das wird eh nix. Einfach so. Warum mobbst du mich? Naja, immer, ne? Immer wieder gerne. Das ist aber gemein. Das ist aber gemein. Gemein nicht. Was sollen wir denn danach spielen eigentlich? Wir haben ja noch Dead Island oder Battlefield, falls da überhaupt noch so... Geht ja schon eine ganze Weile, das Stream. Keine Ahnung. Wir können ja auch, theoretisch. Oh Gott, da ist ein Gegner! Theoretisch? Was können wir denn theoretisch? Ja, keine Ahnung. Ach so. Das ist immer gut. Oh nein. Ich dachte, jetzt kommt voll der OP-Vorschlag. Ey. Das ist dein Stream. Aua! Arschpratzen, ey. Hilfe! Also ich vermute auch, ich weiß jetzt nicht, wie spät es ist, aber alles werden wir, glaube ich, gar nicht schaffen, ne? Nee, also keine Ahnung. So 23 Uhr oder so. Würde ich mich dann nämlich auch langsam mal... Na, es müsste jetzt kurz nach 10 sein. Viertel nach oder so. Also könnt ihr nochmal sagen, irgendwie nur vielleicht danach soll mal gucken, eine Runde, entweder eine Runde irgendwie Dead Island oder eine Runde Battlefield oder so. Ich denke mal, eins kann man noch machen. Über uns. Ja. I've seen the shadow. But jetzt nicht mehr. Ich weiß, was ich nachher mache. Ich werde mir noch ein bisschen Battlefield runterladen. 4? 4. Wie lange geht denn das umsonst? 7 Tage. Ach, eine Woche. Ach, eine Woche. Mhm. Oder 7 Tage. 7 Tage. 7 Tage und eine Woche. Danach entscheide ich mich, also ich werde es mal ein bisschen antesten und ich weiß noch nicht, ob ich mir das einfach mal irgendwie besorgen soll. Willst du besorgen? Ich habe da ja meine Connections, ne? Dann über jedes Spiel umsonst. Ja, theoretisch schon. Ich meine, ganz ehrlich, man wäre ja schön blöd, wenn man das nicht nutzt, ne? Ja, und dann wem? Ja, weil ich die angeschrieben habe. Dank wem weißt du das überhaupt? Den Tipp habe ich von Nico bekommen. So, jetzt bist du glücklich, ne? Jetzt bin ich happy. Den Tipp. Nur weil ich deinen Namen zufällig mal gegoogelt habe. Den Insider-Tipp. Ja, wenn die genauso heißen wie ich, kann ich ja nichts für, ey. Es ist nicht so. Oh, es ist nicht so, dass ich heiße wie die. Nee, nee. Ey, da würde das ja auch in. Da kann ich mal ganz kurz Werbung machen, ja, ihr könnt nämlich unten, wenn ihr nach unten scrollt, da habt ihr den Banner von Games Planet, da könnt ihr Spiele kaufen. Bam. Dankeschön, das sehe ich nämlich genauso. Battlefield 4 war für mich ein... Also ich bin kein großer Shooter-Fan, aber Battlefield 4 war einfach komisch. Ja, ich hab's noch nicht gekauft, hab's noch nicht gespielt und Hardline... Also die Beta war okay. Die war okay, ja, also. Aber es war halt auch, es war einfach Battlefield 4.5. Ja. Wobei ja, die ja viel gefixt haben sollen bei Battlefield 4, ne? Hab ich gehört. Also die 60 Euro hätte ich lieber in. Ja, aber wenn man jetzt mal überlegt, man kriegt das bei Origin gerade für 15 Euro. Ja, gut. Weißt du, das ist so ein Preis, da kannst du immer noch sagen, ja, okay.
Aber ich werde mir das erstmal umsonst ein bisschen reinziehen und gucken. Du hast ja jetzt eine Woche Zeit, ne? Ja. Ich meine, wenn ich das nachher noch runterlade, werde ich das wahrscheinlich auch heute spielen können. Naja, morgen. Oh, nochmal schön mit der Leitung angeben. Ja, nee, die Beta war nicht schlecht, also hat schon Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben ja auch 2 Videos darüber mit in der Beta gemacht. Ja, zur EA-Pressekonferenz. Ja, und noch wozu, oder nicht? Nee. Nee, es war nicht EA. Ja, das war irgendeine Pressekonferenz. Sony und... Ubisoft? Ubisoft, glaube ich. Die Beta fand ich super. Der Herbstpatch von BF4 wurde stark gefeiert. Die haben wirklich einiges gefixt und immerhin ist das Spiel. Ja gut, das ist doch schon mal etwas. Es soll ja wieder ein bisschen mehr Battlefield 3 lastiger geworden sein mit den Animationen aus 4. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Sagen muss, nach welchem Zeitraum? Ja, nach einem Jahr ist schon heftig, ne? Also nach einem Jahr dann ein Spiel spielbar zu machen, ist schon... Naja. Ich meine, ich spiele Battlefield 3 auch noch immer gerne. Über uns ist einer. Battlefield 3 ist auch einfach super. Das hat ja auch immer noch seine riesen Fanbase, wie man einfach an der Hand auch der Server sieht. Und das sieht immer noch richtig hübsch aus, also. Ja, klar. Ja, aber ich weiß nicht, Ich weiß noch damals, als Gothic 3 rauskam. Das war ja auch ein Spiel, was ohne Patch einfach unspielbar geworden ist. Oder war. Da waren teilweise Gamebreaker drin. Aua. Also ich muss sagen, die Beta lief echt flüssig von. Ja. Also da kann ich jetzt nicht meckern. Ja. Das Spiel, also der Hardline war schon cool zum Spielen in der Beta, aber ich weiß nicht, ob man da extra ein neues Spiel rausbringen muss. Da hätte man auch sagen können, okay, komm, wir machen jetzt hier für 20 Euro ein Add-on oder so. Ja, vor allem, weil es doch damals für Battlefield 2 oder Battlefield Bad Company 2 auch diese Mod da gab, die ja im Grunde genauso ist mit diesem Polizeiszenario. Hm. Ja, aber das hätte halt wirklich vollkommen gereicht, ein ganz neues Spiel, gut. Vor allem Vollpreis, ne? Muss EA wissen, ne? Ich habe auch heute gelesen, es wird ja für Witcher 3 wird's 16 DLCs geben. Boah. Und alle, also soweit erstmal da stand, alle kostenlos. Ja, die sind ja auch komplett gegen dieses DRM. Ja. Wobei die schon so gesagt haben, also große Updates, ja, wo wirklich viel Neuerungen kommen, die werden wohl dann auch kosten. Na gut. Aber ich glaube, da kann man durchaus davon ausgehen, dass die nicht sehr teuer werden. Wer macht denn da schon nochmal? Aua. CD Projekt. CD Projekt, genau. Aber die waren ja bei 2. Ich habe ja 2 als CD. Ja. Und da fing das ja mit dem DRM so langsam auch an. Ja. Als ich mir das geholt habe. Und ich muss echt sagen, da war ich echt überrascht, dass das keinen Steam-Zwang hatte oder sonst was. 1,6, ey. Ha, 2,6. Menschen-Gameplay. Immer diese Menschen. Ich ja meine, ich bin besser. Ach. Ich lasse dich nur besser aussehen. Dankeschön. So bin ich. Hallo? Dann komm doch mal zu uns. So. Ein Feuerriese. Boah, jetzt hört doch mal auf, mich anzugreifen hier. Was soll denn das? Das ist nicht nett. Ja, mich muss auch... Ja, natürlich. Wirf mich weg. Ich hab dich nicht angegriffen. Ach, jetzt bin ich schon wieder so. Als Mensch ist das echt schlimm, ne? Warte mal. So Hardline. Das Hardline BF 4.5 sei, sehe ich überhaupt nicht so optisch. Ja, aber es fühlt sich für mich ganz anders als. Ich finde, das ist wirklich was ganz anderes als BF 4. Das Gameplay ist wesentlich besser, meiner Meinung nach, und anfangs am. Ja, aber sie hätten ja trotzdem sagen können, die bringen jetzt ein komplettes Add-on für Battlefield 4 raus oder so. Das neue Kampagne, neue Maps, neue Spielmodi. Warum nicht eine komplett neue Engine? Warum genau dieselbe Engine verwenden? Es muss ja, hätte jetzt. Weiß den Sinn halt. Gut, eine EA will Geld machen, klar, aber. Ja, das ist es. Ich finde es ja jetzt auch nicht schlimm, aber man hätte es durchaus trotzdem so machen können. Ich bin ja auch nicht der Einzige, der das sagt, dass es eigentlich nur 4.5 ist. Oh, hier ist ein Vampir. Ja, ja. Was ist da los? Ah, ist vorbei. Toll. Es hat ja nichts damit zu tun, dass das Spiel schlecht ist. Es ist einfach so. Naja. Also ich fand es jetzt Gameplay tatsächlich nicht wirklich anders. Hardline? Ja. Also ich, da ich Battlefield 4 noch nicht gespielt habe, ich fand das schon mehr vom Gameplay so ein bisschen wie 3, sage ich mal. Gut, dann ist es eben ein 3.7,5. Also ich fand das Gameplay war schon ganz cool, aber ich kann es halt nicht beurteilen, weil ich 4 nicht gespielt habe. Vielleicht lag bei mir auch einfach nur ein zu großer Zeitraum zwischen 4 und Hardline, aber
Das weiß ich nicht. Ja, ich bin leise, warum auch immer. Ja, warum bist du leise? Keine Ahnung, Pegel, warte mal, hier kommt Pegel auf 100. Der ist auf 100. Macht vielleicht Skype irgendwas? Regelt Skype deinen Sound? Eigentlich habe ich das unterdrückt. Er stellt sich manchmal aber gerne wieder an. Oh, Skype. Scheiße. Stirb, du blöder Mensch! Eigentlich, das ist doch dieses automatische Mikro von der Stellung, oder nicht? Ja. Das ist eigentlich aus. Okay. So leise, dass man ihn gar nicht mehr hört, oder? Weil... Ja, aber nicht, dass ich dir ja jetzt hier einen Tinnitus beschere. Weil so, ne, jeder hat nicht. Verstehe ich auch überhaupt nicht. Ne, ich habe keine Ahnung. Das ist vielleicht so ein Problem, wenn du länger streamst oder so. Ja, genau, ich wollte gerade hier was machen. Ach, na dann willkommen im Club. Tino, das habe ich schon. Aber was hast du eigentlich nicht? Ich habe also alles. Nee, ich habe, manchmal habe ich einen Tinnitus. Ja, das habe ich immer, wenn ich deine Stimme höre. Ja, aber ich hab zum Beispiel auch einen, wenn ich deine Stimme manchmal nicht höre, weißt du? Achso. Das ist blöd. Ich bete immer dafür, dass ich einen habe, wenn ich dich höre, aber irgendwie, genau dann habe ich keinen. Lustig. Ist doch eine schöne Spaßkanone geworden. Ja, wo sind denn jetzt die Menschen hier, da hinten? Sache doch. Immer muss ich sie suchen. Wie musst du dich jetzt eigentlich vorstellen? Einfach so ein durchgängiges Piepen, ne? Ja. So eine Art. Ganz, ganz toll. Gut, das habe ich ja jetzt nicht gesagt. Nur mal so zur Info. Seit fast einem Jahr. Zum Ohrenarzt gehen. Also das mache ich eigentlich auch nicht. Ich habe immer relativ häufig das Ohr manchmal verstopft. Okay. Das ist so ganz dumpf, dann höre ich auch relativ wenig auf dem rechten Ohr. Und dann kriege ich dann automatisch einen Tinnitus. Aber ich bin da auch immer zu faul, zum Arzt zu gehen. Mein gut, ich bin ja auch schon 2-3 Tage älter, also von daher, weißt du. Ja, mit deinem 34. Ha, Hilfe, ich bin tot. Boah, das hat so gut angefangen, weißt du, mit 3-1. Und dann... Nix ist, ey. Ja, aber sobald man mit, oder solange man mit dem Tinnitus klarkommt, ne, geht's ja. Hä? Ich darf nicht angreifen, was soll denn das für ein Scheiß hier? Das ist Cheaterei. Komm her, du blöder Mensch. Ich verfolge dich jetzt bis an dein Lebensende. Ja, geh doch runter, ist mir egal. Ich hab irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo das war, irgendwo was gesehen, dass es auch verschiedene Arten von Tinnitus gibt mit verschiedenen Tönen und... Es gibt ganz viele Tinnitus, ja. Tinnitussen. Aber der geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Wer? Der Typ hier. Der haut die ganze Zeit nur ab, ne? Stinker. Was ist das für ein Gameplay, Junge? Aber es gibt ja eh jeden Scheiß an Krankheiten, ne? Naja. Es gibt ja auch Wasserallergien und Luftallergien und... Das ist ja mal vor, du hast eine eigene Allergie gegen deine Haut. Geht das? Ich weiß es nicht, ob es das geht, aber... Ach, gibt es so, das ist top. Würde mich aber auch nicht mehr wundern, ich komme damit gut klar, ist meistens lauter und auch so achte ich auf die Lautstärke von der Umgebung und höre auf nicht laute Musik. Naja, mit 19 ist das schon kacke, ja. Ich meine, in meinem Alter kann ich sagen, ja, ist altersbedingt. Denken immer alle Leute, die so an die 30 hingehen, die werden alt. Nee, man kann dann aber viel aufs Alter schieben, ey. Was ist denn los mit euch? Warum? Ja, das ist halt so ein neuer Lebensabschnitt. Vor allem, du bist noch nicht mal 30 und schiebst es auf Alter. Ja, aber bald. Bald ja. Ist es soweit. Ja, das stimmt aber.
aber 19 Gehörschaden ist, Boah, stirb doch, du Nudel, ey. Toll. Toll, toll, toll. Ich habe immer das Problem, wenn bei mir so die Ohren piepen, dass ich, Was steht, wenn es lauter wird? Aber das ist alles kein Problem, also man nimmt sich jetzt. Ja, ich habe immer das Problem, wenn es bei mir piept. Ich bin relativ krass fixiert, sage ich mal, auf meine Ohren. Ich bin ein Ohrfetischist. Oh Gott. Nee, ich bin sehr, sehr, sehr audiomäßiger Mensch, sage ich jetzt mal. Und mich macht es wahnsinnig. Ach, immer mit deinem Scheiß hier, ey. Blöde Schnäpfe, stirb. Ach, ist mich tot verlemmt. Ja, 6-7 geht so. 4-3 ist gut. Ja, bist ja immer noch Erster. Ja, aber... Ja, ja. Ja. Ja, mei. Ja, geil! Ich wurde von der Häuserwand aufgehalten. Achso, ich dachte, er ist getötet. Ja, das wäre bitter, wenn ich von der Häuserwand getötet werden würde. Das wäre schlecht. Ich würde mal interessieren, was da steht. Killed by Wall. Ach, Kinder, ey, das ist ein knappes Ding gerade, ne? Ja, relativ. Knappe Geschichte. So, ein bisschen haben wir noch hier auf der Uhr. Gucken, meinst du, wir schaffen das noch 30 Kills? Oder zählt er die Uhr runter? Was? Meinst du, die Uhr zählt er runter? 3 Minuten. Ja, ich denke, nee, 30 Kills machen wir. Wo sind die Menschen überhaupt? Ach da. Klein Pisser, pass mal auf. Juhu! Stirb doch! Und stirb auch. Ah, einmal Truvaria. Jetzt bin ich tot. Na gut, je nachdem, auf was für eine Art von Konzert man geht, ne? Ja. Ich meine, ich werde jetzt nicht, bin jetzt nicht depressiv oder so. Dadurch. Aber mir geht das halt extremst auf den Sack halt. Wir können es auch relativ schlecht erklären irgendwie, warum. Ist halt einfach so. Ich bin wie eine Katze. Ich orte immer Sachen nach Geräuschen, das kann ich dann immer nicht so gut. Hoffentlich hast du nicht auch so. Was? Haarst du nicht auch so? Hoffentlich haarst du nicht auch so wie eine Katze. Nee, nee. Nicht wirklich. Manchmal. Oder kotzt du irgendwelche Wollknoll aus, oder? Ja gut, das ist aber... Es hat einen anderen Grund. Geil. Ja, ne? Mach mich gerade richtig an. Ich weiß. Aber jetzt verlieren wir das noch. It seems so. Ja, super, ey. Stimmt, der Neomid wurde als letztes gekillt. Nein. Doch. Nein. Doch. Okay. Ja, aber war echt ein knappes Geschichtchen. Bisschen ätzend. Ja gut, insgesamt war es nicht so knapp. Wie immer. Weil die erste Runde war nicht so gut. Man konzentriert sich ja doch weniger aufs Spiel, ne? Ja. So. Aber jetzt haben wir... Ja... Also jetzt die Frage, entweder hier noch ein Match oder jetzt noch ein anderes Spiel. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, Jorin musste jetzt weg, wenn ich mich nicht täusche. Ja, der ist. Ja, hat er. Also ich bin rausgegangen. Okay, also Jorin muss weg. Dann tschüss. Hauste rein, vielen Dank fürs Zuschauen und mitspielen. Und das nächste Mal. Das ist die besten Einschuss. Denn.
Ja, ist bestimmt auch relativ viel Kopfsache, das stimmt schon. Ist nicht eigentlich jede Krankheit irgendwo auch eine bestimmte Kopfsache? Eine Tattoo-Erklärung? Warte mal, ist das hier? Nee. Auf der Seite sieht man das? Hat man das gesehen? Ach so, hier. Auf meinem Unterarm, hier auf meinem, auf der Innenseite vom Oberarm das. Moment, ich will's sehen. Halt, warte. Soll ich das jetzt hereinhalten? Hier, oh, je t'aime. Das ist die geilste Erklärung ever. Ich wollte mir mein Sternzeichen tätowieren lassen, habe aber nichts gefunden, was mir mega geil gefallen hat. Und dann habe ich mir einfach in chinesischen Schriftzeichen Skorpion tätowieren lassen. Eigentlich steht da Nudelsuppe. Das kann sein, ich weiß nicht, was da steht. Ich gehe davon aus, vielleicht steht da auch, du bist ein Arschloch oder so. Weißt du? Gib mehr Trinkgeld. Ja, das wäre doof. Ich dachte, ich habe ja noch eins. Ein bisschen größer. Das kann ich schlecht. Oder ich weiß, sieht man das? Warte mal, so, hier, so, so. Man sieht hier so ein bisschen. So, ein bisschen. Man kann das schlecht in die Kamera halten, aber da habe ich noch eins. Das ist ein bisschen größer. Was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich gar nichts. Das sieht aus, also es ist im Grunde sowas wie ein, das sieht aus wie so ein Phönix, sage ich mal. Weil der geht vom Arm hoch, so komplett zum Nacken und ein bisschen auf die Brust und auf die Schulter. Okay. Na, und sieht dann halt aus wie so ein Vögelchen. So, jetzt sag an, eine Runde hier oder noch eins von den anderen? Ich? Ja, sag, komm. Soll unser Zuschauer hier machen. Ich denke, der wird ja eins davon oder beide eh mitspielen. Dann kann er ruhig entscheiden. Ach, ja, ja, ja. Ja, wie gesagt, das am Oberarm heißt einfach nur Skorpion oder Nudelsuppe oder Arschgesicht oder was auch immer. Okay, BF3, okay. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob es zeitlich noch reicht. Also wie gesagt, ich würde dann... Oh, super. Nee, ich muss ein Origin-Update machen. Echt? Ja. Dauert 4 Minuten. Okay. Kurze Pause, dann wird's reichen.